Da muss ich ein bisschen ausholen. Das Ganze ist eng mit dem Namen Anton Nagel verbunden. Der Anton Nagel war so ab 96, 97 für die Fußballjugend in Hoffenheim zuständig und hat es sehr gut gemacht und hat in der Zeit sich viele Gedanken gemacht und hat mir dann seine Gedanken vorgetragen in Form eines Konzeptes, das ich fantastisch fand, nämlich die integrative Kraft des Sports zu nutzen, um der Jugend Bildung, soziale Kompetenz und werteorientiertes Verhalten beizubringen. Das hat aber nicht nur mich begeistert, das hat auch Jürgen Klinsmann begeistert, als wir nämlich hier im Jahr 2001 das erste Förderzentrum eröffnet haben, war er zugeschaltet aus Amerika und hat in höchsten Tönen das gelobt, was wir dort umgesetzt haben. Ja, ich verbinde mit der Zeit tiefe Befriedigung für mich selbst, weil ich sehe, was daraus geworden ist. Denn Anton Nagel hat natürlich dann auch weiter expandiert. Er hat weitere Förderzentren in dieser Region errichtet. Er hat weitere Sportarten dazu genommen. Und das Ganze ist dann in der Tat zu einem riesigen Erfolg geworden. Also große Erfolgsgeschichte, würde ich sagen. Ja, es ist deshalb eine Herzensangelegenheit, weil es sich zur Aufgabe gestellt hat, die Werte, die ich lebe, die Werte, die ich schätze, mit viel Leidenschaft und mit viel Energie umzusetzen und dadurch vielen, vielen Jugendlichen dieser Region den Weg ins Leben erleichtert hat. Also es ist ja so, dass wir Anfangs ins Leben letztlich nicht dafür gegründet haben, Bundesliga-Profis zu entwickeln, sondern Anpfiff ins Leben ist da sehr viel breiter aufgestellt und ist offen für alle Kinder. Und das finde ich auch ist wichtig. Die Kinder können gerne und sollen auch den Traum von Profi leben. Aber dieser Traum von Profi muss gleichzeitig Ansporn für sie sein, das, was Anpfiff ins Leben vermittelt, auch ernst zu nehmen, nämlich Schule, Beruf, werteorientiertes Handeln und so weiter und so fort. Faszinierend für mich ist, dass die Geschichte von Anpfiff ins Leben noch lange nicht erzählt ist. Es gibt viele Ideen, und die werden immer sehr wertvoll für die Gesellschaft bleiben. Außerdem werden immer neue Dinge gemacht. So wurde für die Amputierten auch ein Platz gefunden in der Anpfiff ins Leben Familie. Ich wünsche Anpfiff ins Leben, dass die Werte, die es vermittelt, weiterhin fester Bestandteil unserer Gesellschaft bleiben und dass weiterhin so viel Gutes gemacht wird. Ich gratuliere zum 15. Geburtstag und wünsche, dass weiterhin mit so viel Inspiration und Leidenschaft zum Wohle der Jugend gearbeitet wird.